Wir wechseln heute das Achsschenkellager vom W202. So gut wie bei jedem W202 ist das Achsschenkellager defekt oder einfach nur alt und ausgeschlagen. Wir haben schon die andere Seite repariert. Dieses Lager hält hier den Querlenker, wo die Feder drauf ist. Wenn man das in der normalen Werkstatt abgeben würde zum Reparieren, würde das insgesamt mit Mercedes Originalteilen, ich habe mehrere Angebote erhalten, für beide Seiten 1700 Euro kosten. Wir machen heute die günstigere Reparatur für 120 Euro. Und zwar gibt es von Miele hier ein Set für 120 Euro, womit man die Buchse hier tauschen kann. In dem Set sind auch zwei dieser Buchsen, die wir brauchen. Eine haben wir hier schon verbaut, weil wir eine schon getestet haben, off-cam. Und die werden wir jetzt wechseln. Natürlich, um an die Buchse ranzukommen, braucht ihr natürlich einen Federspanner und das passende Werkzeug und am besten natürlich auch eine Bühne. Ich habe es auch auf dem Wagenheber bei dem gemacht. Das geht, aber auf einer Bühne ist natürlich besser. Und die Buchse sitzt genau hier. Ach so, bevor ich das vergesse zu sagen, warum kostet das in der Werkstatt 1700 Euro? Das Ding ist, dass die meisten Werkstätten gar kein Auspresswerkzeug mehr haben, um die Buchsen hier zu tauschen. Deswegen machen die den kompletten Achsschenkel neu. Das heißt, der muss komplett hier abgebaut werden. Das Radlager wird neu gemacht und alleine bei Mercedes kostet der Achsschenkel mit der Buchse, mit dem Radlager etwas über 600 Euro. Und dann plus Arbeitskosten auf beiden Seiten, zweimal Achsschenkellager, ist man bei ungefähr 1700 Euro. Wenn man das Werkzeug nun hier in Position gebracht hat, sieht das dann so aus. Hier ist eine Hülse, hier drückt man gleich die Ratsche drauf. Hier ist so ein Gegenhalter, das ist ein Gewindestift und dann dreht man hier auf der Seite und dann wird das Teil nach und nach ausgepresst, aber natürlich mit Gefühl. Das sind dann die beiden kaputten Lager. Der ist schon extrem, weil der hat echt... Und der geht noch, der hat ein bisschen Widerstand, aber nee, der ist genauso scheiße. So. Und so sieht die neue Buchse aus. Wenn man dagegen drückt, passiert halt gar nichts. Das waren dann die Aufsätze vom Miele-Werkzeug. Und dann benutzt man den hier, damit man wirklich gerade einpresst und den hier und dann stellt man den so rein. So, dann ist hier das Achsschenkellager und dann wird das so zusammengedrückt mit dem Teil hier. So sieht dann das neu reparierte Lager aus. Dann muss man nur noch die Teile hier zusammenbauen und fertig ist das neue Achsschenkellager. Das Reparaturset ist ultra hochwertig, das Material ist richtig gut und das kann man ohne Probleme öfters verwenden. Es gibt halt das billige Set für 35 Euro bei eBay. Das kann ich gar nicht empfehlen. Die Maße passen nicht, das Material ist so kacke. Irgendwie Unterlegscheiben, die Dinger sind hier bei uns kaputt gegangen, als sie die festziehen wollten und rausziehen wollten. Die Buchsen, die wollten halt gar nicht raus. Also
Das Werkzeug ist auseinandergesprungen beim Versuch, die Buchsen da rauszukriegen. Deswegen, also auf jeden Fall echt gutes Zeug hier. Also an sich, wenn wieder jetzt so ein Schaden ist, was bei dem CLK bestimmt auch sein wird, müssen wir nur noch einmal, was sind das, wie viel kosten Buchsen, 70 Euro, einmal 70 Euro bezahlen, dann ist das auch repariert, genau mit demselben Werkzeug.